Man sollte natürlich wieder das Mikrofon anmachen. Ja, also, wie gesagt, weiter geht es mit dem Let's Play zu Lego Rockrider. Und ja. Erstmal sind wir hier wieder am Buddeln. Nicht, dass das was Neues wäre. Gut, hier ist alles in Ordnung. Eigentlich könnte ich mich mal daran machen, jetzt so einen Tunnel-Scout. Den Tunnel-Scout herunter zu teleportieren. Kann man die eigentlich noch verbessern? Das würde mich interessieren, ob man die verbessern kann. Da brauchen wir eine Aufrüstungswerkstatt. Und eine freie Stromplattform. Ja, Stromverbindung. Hier hin. Ein Building ist ja 5 Klötze für... Los geht's, Leute! Hopp, 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 hopp! Beeilung, wir brauchen eine Aufrüstungswerkstatt, heute noch! Komm schon, Leute! Beeilung, hopp, hopp, hopp! Geht los! Ja, du kannst jetzt Fahrzeuge aufrüsten. Nein, kann ich nicht. Achso, weil hier Strom fehlt. Heißt, das Ding abschalten, das Ding ist an. Nö, geht immer noch nicht. Schade. Das könnte man sonst noch mal einfach mal so aus Jux und Dollerer. Na klar. Wenn ich hier drüben abbauen will. Aber ich denke, nur Energiekristalle dafür. War noch nicht mal ansatzweise, schätze ich. Oh, Luftvorrat. Wieso? Ein Energiekristall wurde gefunden. Ein Energiekristall wurde gefunden. Alles gut. Dann teleportiere ich das Ding jetzt nochmal wieder hoch. Macht ja nichts. Okay, da sind noch ein paar Energiekristalle. Lava. Oh, da hat sie sich durchgebuddelt. Oje, 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 oje. Das ist schon mal nicht gut. Hier, gehen wir runter. Da, hier. Da, ne? Erde. Abraum der Steine. Na, Mist. Nix. Gut, wie viele Energiekristalle haben wir? 10 Stück. Dann bräuchte ich aber fürs Gebäude ein paar. Das Ding kann ich wieder abreißen. Also 12, 13, 14. Das könnte sogar was werden. Da könnte was werden. Und halt eben noch hierfür. Das heißt einmal den Butler. Ja, na ja, gut. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Versorgungsstation. Jetzt tragen die jetzt alles darüber. Ja. Theoretisch müsste es gehen, wenn ich jetzt noch den aufrüste. Kann ich schon? Ja, kann ich. Kostet 5. Aber soweit habe ich dann ja auch schon alles. Jetzt hole ich immer dafür. Und hierfür. Den könnte ich natürlich jetzt noch aufrüsten, aber... Kann Fahrzeug nicht beladen. Nee, und jetzt mit Ultrageschwindigkeit hier durchsausen. Miau. Hat natürlich auch Spaß.
So, aber hier wollte ich hin. Vogelperspektive. Fahrzeug entladen. Hier rüber. Und dann schauen wir doch mal, was hier so ist. Wenn hier viel Gutes ist, dann komme ich hier, baue ich eine Basis auf. Eine kleine. Oh, 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 oh. Ja, Leute, hier, Beilung. Natürlich wieder einer. Und bitte. Und dann wieder hier rüber. Muss doch endlich hier unten sein, da ist er ja. Ich meine die Schulterperspektive und baue hier selbst ab. Okay, ich glaube, es geht deutlich einfacher, wenn ich hier so mache. Ja, ist ja noch nichts weiter überdimensioniert Großes. Nö, hier gibt's nichts. Hier gibt es nichts. Fahrzeug beladen. Mal mit. Ach, jetzt steht der Fahrzeug. Keine Ladung auf dem Fahrzeug. Fahrzeug beladen. Kann Fahrzeug nicht beladen. Kann Fahrzeug nicht beladen. Okay, dann probiere ich es mal kurz so. So, dann wirf ich mal hier hinten hin. Fahrzeug entladen. Achso, du willst einfach rüber teleportieren. Gut zu wissen. Erde. Steig mal aus. Steig mal aus. Hier macht jetzt einmal das. Rein da. Bitte. Ein Energiekristall wurde gefunden. Auf den. Buddeln. Ihr braucht ja nur ein bisschen Erz, um die Plattform hier zu bauen. Nee, nee, du kannst ablegen. Ach komm schon. Hätte doch wohl eine einfache Stromplattform bauen können. Und hier ist nochmal so ein Erosion. Ach, jetzt sind die damit noch bei. Heißt aber, ich werde hier einmal die Plattform hochbringen müssen. Die Plattform hochbringen müssen. Die Plattform hier kann ich deaktivieren. Hochteleportieren. Teleportieren. Ein paar sind ja noch vorhanden, um dann Reparaturen zu machen. Und jetzt einmal hier bitte. Leg mal ab. Schaufel weiter, leg ab. Schaufel mal. Nimm auf. Nicht den Energiekristall. Ach komm schon, mach's mir jetzt nicht schwerer als es ist. Jetzt bau doch da so eine blöde Plattform hier. Wo ist denn euer Problem hier? Hier ist nichts mehr. Hier ist keine Bauhütte. Keine Erdversorgung, nichts mehr. Warum wollt ihr da oben nicht, Mensch, ihr werdet doch wohl eine simple Plattform hier bauen können. Das gibt's doch gar nicht. Hier, bauen, los. Hin damit euch. Ablegen. Wie mache ich das denn jetzt mal? Na, wieso wollen die nicht die Plattform da bauen? Warte mal. Nicht, dass die den Auftrag machen. Ablegen. Herz nehmen. Hier so eine blöde Plattform, ey. Das gibt's doch gar nicht. Leute.
baut hier doch einfach so eine doofe Plattform hin. Ich brauche nur eine einzige, um da eine Basis hinzubauen. Es hat doch gar keiner mehr einen Auftrag. Es kann keiner mehr einen Auftrag kriegen. Oder ist hier noch irgendwo irgendein Rockräder? Nö. Ich mach mal die aus, vielleicht geht's dann. Baue Stromverbindung. Ah, jetzt kannst du es machen. Da siehst du wohl. Jetzt können wir auch den ganzen anderen Kram wieder hier droben bauen. Schön im Auge behalten, die andere Basis da. Rock Raider auf dem Planeten. Aber das Ding ist schon echt. Wäre doch ein schönes Gefährt, also nicht schlecht. Bauhütte. Stromverbindung. Na komm, so einer macht da mal. Komm, mach mal fertig da. Das Ding da. Versorgungsstation. Kann man das Ding bauen? Und jetzt werde ich hier nochmal eine Bauhütte bauen, um hier Reste abzureißen. Rock Raider auf den Planeten teleportieren. Rock Raider auf den Planeten teleportieren. Ich kann die da erstmal einsammeln. Und hier fehlt Erz. Nicht schlecht. Gut, Leute. Dann wollen hier einmal bitte einer. Fertig, dann können wir das Ding aufrüsten. Mal schauen hier, hier ist alles okay. Rock Raider. Die bauen das Ding ab. So, dann baue ich hier noch ein simples Ding hin. Das Ding kann ich jetzt hoch teleportieren. Brauche auch 4, 5. Energiekristalle. 1, 2, 3, 4, 5. Da braucht halt 6 Energiekristalle, nicht schlecht. Ja, 6 Energiekristalle. Gut zu wissen. Kann ich das Ding noch aufrüsten? Das Ding ist aufgerüstet. Das Ding aufrüsten. Das Ding ist aufgerüstet. Dann kommt hier jetzt noch eine Erzraffinerie hin. Die müssen wir stehen lassen, die lebensnotwendigen Gebäude. Muss ich hier mal was bauen? Nicht, dass sie gleich das Ding abkappt. Wenn ich das Gebäude wegreiß. Aber Erz habe ich eh genug, also von daher alles in Ordnung. Das Ding will ich noch nicht abreißen. Der Rest ist erstmal lebensnotwendig. Dann können die ganzen Rockräder hier erstmal wieder da bleiben. Dann schalte ich nicht hier das Ding wieder hoch. Und wieso wollte ich nicht weiterbauen hier? Leute, kommt schon. Gibt genug zu tun. Ja, wo geht's denn hier noch hin? 35 Energiekristalle sollen wir sammeln. Na. Bestimmt warten jetzt hier hinten 25 Energiekristalle oder so.
Energiekristall wurde gefunden. Ja, so in etwa. So, jetzt hier mal ganz viel bohren und bohren. Schaden tut es nicht. Die Rohstoffe brauchen wir schließlich. Ein Energiekristall wurde gefunden. Leute, macht was. Tut, aber steht nicht so in der Gegend herum. Ja. Ich glaube, ich muss die Basis hier unten komplett auflösen. Aber dazu muss ich erst das Ding weg. Das Ding weg. Und das Ding weg. Ich komme eine simple Bauhütte einmal hin. Kommt es auch nicht. Ein Energiekristall wurde gefunden. Jetzt können wir es wegpacken. Hier wird gleich eingebrochen, alles in Ordnung. Wird hier weitergearbeitet, ja, sieht sie wohl. Und weiter bohren hier. Bohren, 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 was das Zeug hält. Den hier noch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ja, wo sind wir jetzt hin? Da unten. Ein Energiekristall wurde gefunden. Geröll. Genau. Und dann hier einmal. Dort einmal. Dort einmal. Ein Energiekristall wurde hier gefunden. Da. Dort. Da. Hier noch eine Stromplattform hin. Das Ding kann ich mal aufrüsten hier. Haben wir genug Erz. Wie sieht hier drüben aus? Ja, die sammeln hier die letzten Reste zusammen. Wichtig sind hier bei denen die Energiekristalle. Neo, du hast es nicht verstanden. Und du auch nicht. Energiekristalle. Energiekristall. Na, na gut. Doch nicht die Energiekristalle. Nehmen die Erze. Ja, ich weiß, keine Sorge, ich bin ja schon dabei. Zack. Ein Energiekristall. So, und jetzt erstmal schön die Wände alles wegnageln. Und so bekomme ich gerade wieder Lust auf Planet Explorer, was ich hier so die Höhlen sehe. Ein Energiekristall wurde gefunden. Einfach mal in den Berg hineingraben und da riesige Stationen drunter bauen. Cheyenne Mountain. Falls es wer kennt. Siehst du, das meine ich doch hiermit. Eine Wand wird hier nach der anderen weggegraben. Aber ja, so ist doch ein Level fix unterwegs. So ist man doch bei einem Level ganz schnell unterwegs. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ich hätte 30.000 mal im Kreis. Leute, buddeln. Tu, was der Name sagt, und zwar buddeln. Du bist der Buddler. Dazu da jeden Scheiß aus der Wand zu prügeln. Das war der Chrome Crusher Powerbucher. Ich habe übrigens mal den Chrome Crusher Powerbucher auf einem Flohmarkt gesehen. Das, also, richtig, auch mit diesen großen Bohrköpfen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also, das, da dachte ich auch, verdammt, den willst du haben, aber hast gerade kein Geld dabei. Oder kein nicht genügend Geld.
weil also das Ding ist sowas von selten da, also hallo. Da kriegst selbst weiß ich. Ein Energiekristall wurde gefunden. Da kriegst du manch ein Spiel noch einfacher als das Ding. Ist halt eben Sammlerstück, ne? Oh, ihr sollt bohren. Und bauen. Warum stehen hier alle in der Gegend? Was soll denn der Blödsinn hier? Leute, tut, macht, aber steht nicht so komisch rum. Hier und hier. Und das sowieso da. Tut was, baut, macht. Aber steht nicht so doof in der Gegend rum. Das tut einfach nicht. No. Energiekristall. Wollt ihr nicht mal mehr diese Steine da anholen? Wieso wollt ihr nicht die Steine anholen? Nee, verstehe ich einfach nicht. Von hier liegen lauter Energiekristalle rum, aber die wollt ihr nicht einsammeln. Ich weiß nicht warum. Warum wollt ihr die Energiekristalle nicht einsammeln? Geröll. Wie sieht's denn jetzt hier drüben aus? Ein Energiekristall. Da ist alles eingesammelt. Kommt das hoch. Das hoch. Das hoch. Der Rest kann da verrotten. Und es passiert hier auch schon wieder einiges, ne? Siehst du. Man muss die Lumen Klaps auf den Arsch geben. So, aber somit ist hier oben auch schon fast alles ausgehöhlt. Und das alles nur dank des Butlers. Also auch die kleinen Fahrzeuge sind wichtig und auch durchaus nützlich. Wobei ich nicht verstehe, wozu es einen kleinen Transporter gibt. Oder wozu man einen Transporter, einen kleinen Transporter nennt und dann keinen großen Transporter macht. Na gut, da, hier die Frachtkatamaran und der Tunneltransporter, das sind noch Transporter, aber die laden ja keine Erze oder so, keine Ressourcen. Die laden Fahrzeuge über Wasser und Luft, dementsprechend Lava. Ein Energiekristall wurde gefunden. Geht's irgendwo noch weiter da hinten hin. Geröll. Massiver Fels. Hier, da weiter buddeln. Geröll. Na, wo geht's denn da hin? Ein Energiekristall wurde gefunden. Ein Energiekristall wurde gefunden. Sowas ja nicht aufsammeln. Energiekristall. Das ist doch ein Laderaum hinten drin. Na gut. Okay, nichts mehr vorhanden. Kannst du her. Mal aufrüsten. Darauf werde ich doch hier runter teleportieren. Du kommst hoch und stattdessen holen wir jetzt den kleinen Transporter. Rock Raider auf den Planeten teleportieren. Ah, da. Dazu vielleicht in einer Aufrüstungswerkstatt. Liegen mehr Erze als Klötze als Erz. Ja, sammeln mal auf. Sammeln mal auf. Stromverbindung. Alter, wie viele liegen denn da? Das ist ja Wahnsinn. Na, siehste. Nur noch für die Energiekristalle. Kleiner Transporter. Da kommen sie ja schon. Siehst du, aber dann haben wir das Level auch schon bald geschafft. Dafür brauchen wir jetzt aber auch schon inzwischen ein bisschen länger. Ja gut, komm mal her hier. Einer darf hier mal wirklich einen Fahrer spielen. Oder auch nicht. Priorität noch nicht hoch genug. Macht nichts. Dann erhöhen wir die Priorität. Aufrüsten. Frachtraum. Schneller aufrüsten. Und hier nochmal den Scanner, warum auch nicht. Und den Motor. So, du darfst los. Sammle Energiekristalle ein.
sammle einfach alles ein, was du finden kannst. Tja, und dann haben wir hier jetzt unsere schicke Base. Wow. Ich dachte gerade schon, warum wird es hier so schwarz? Aber gut, wir haben 36 Energiekristalle. Alles in Ordnung. Ja, lieber auf die Option klicken. Ich kann nichts mehr machen. Hier, doch, da. Huch. Oh, Mist. Okay, halt nicht. Und? Ja, genau, ich habe alles angebohrt. Selbst dahin auf dieser kleinen Mini-Insel, wo nichts war. Aber gut, Wahnsinn. Mit 9 habe ich nichts gegen. Schwarzer Bildschirm. Tja, aber dann haben wir inzwischen sogar 72% des Spieles fertig. Tja, und jetzt kommt das nächste. Also kommen die nächsten beiden Level, die wir zur Auswahl haben. Das eine wäre. Der Feuersee. Ach nein. Bloß nicht die Mission. Und dann wäre da noch. Steinreich. Wobei ich da gerade nicht ganz so sehr weiß, worum. Ach doch, ich glaube. Ah, ja. Ja, ja. Die Aufgabe ist. Schön, macht Spaß. Aber gut, sehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Lego Rock Raider. Und schaut euch mal an, was wir inzwischen hier alles an Level durchgespielt haben. Ja, wie viele Level haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18 Level haben wir inzwischen gespielt von 25. Wollen wir die hier oben auch nochmal machen? Ja, mache ich gleich in einem kleinen extra Spielchen, kleinen extra Dings. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Let's Play Lego Rock Raider. Ja, wir sehen uns wieder.